Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es mal ein kleines Update über die Ectomimimix Leuven Hoeki. Die Kolonie habe ich von einem Privatverkäufer auf eBay und ja, wir haben vor ein paar Videos zusammen die Kolonie ausgepackt, wie man hier auch nochmal gerade sehen kann. Das müsste jetzt etwas mehr als ein Monat her sein. Und in diesem Zeitraum hatte die Kolonie auch schon Zeit, sich zu entwickeln. Im Unboxing haben wir auch direkt einmal das Setup hergerichtet, also das Gipsnest und die Arena. Ja, und dann haben wir die Kolonie direkt einmal in das Setup eingesetzt. Wo soll ich denn anfangen? Ja, nachdem ich das Unboxing-Video dann hochgeladen hatte, sind die Ameisen recht schnell aus dem Reagenzgas herausgezogen und haben sich vorne rechts in der Nähe des Schlaucheingangs zwischen einem Schiefersteinplättchen und dem dortigen Moos ein wenig Erde ausgehoben. Hier in dieser Aufnahme sieht man, dass die Arbeiterin hier die Fliege Stück für Stück ins Nest zieht, welches sich zum Zeitpunkt der Aufnahme hier unter dem Moos befand. Also gerade in der Anfangszeit haben sie hier auf der rechten Seite im Becken zwischen dem Moos und dem Rindenstück gelebt. Sie haben recht viele Proteine zu sich genommen. Anfangs habe ich ihnen nur Fliegen gefüttert, dann kamen auch noch Heimchen hinzu, die ich dann etwas später bekommen hatte. Hier oben auf der Aufnahme am Rand des Bildschirms kann man eventuell hier einmal einen Fühler hin und her flackern sehen. Hier sitzt eine Arbeiterin auf einem Ast, der jetzt nicht ganz auf der Aufnahme drauf ist. Ja, und da ist die Fliege auch schon im Moos verschwunden. Hier seht ihr, wie ich den Ectomimimix Leuven Hoeki Kohlenhydrate anbiete. Ja, eigentlich sind Ponarin nicht gerade dafür bekannt, dass die Honig und ähnliche Kohlenhydrate gerne aufnehmen. Ich habe es jetzt einmal mit den Fruchtgelli versucht. Sie haben auf jeden Fall Interesse daran gezeigt. Man sieht hier, die Arbeiterin beißt ein paar Mal hinein. Aber ich denke, so viel haben die ja mit jetzt auch nicht anfangen können. Ich habe es nur mal testen wollen. Hier, die Arbeiterin hier läuft gerade in den Schlauch und der Schlaucheingang ist auch ein bisschen mit Erde verschlossen. Auch im Schlauch liegt ein wenig Erde. Ja, ein gutes Zeichen dafür, dass die Kolonie dann auch das Nest gefunden hat. Ich glaube, nach einem halben Monat sind die Ameisen in dieses Gipsnest reingezogen. Um einmal vernünftig reinzuschauen, musste ich das Stück Plexiglas einmal abnehmen, weil wegen den Lüftungslöchern musste ich die rote Folie drauf kleben. Das hier sind jetzt Nestaufnahmen, einen Monat nachdem ich die Ectomimimix Leuven Hoeki bekommen habe. Ja, und wir sehen hier einmal vier Puppen. Hier müssten 2 bis 3 Larven liegen und unten sind nochmal 2 Eierpakete. Ich sag mal so, ich habe die Kolonie mit 10 Tieren bekommen, also Königin plus 9 Arbeiterinnen und 2 Eiern. Und nach einem Monat haben wir schon 4 Puppen, 2 bis 3 Larven und 2 Eierpakete. Das ist gar nicht mal so ohne. Ich wollte die Kolonie jetzt nicht so sehr stressen. Ich wollte nur einmal kurz reinschauen und den Stand der Dinge abchecken. Das hat den Ameisen jetzt nicht so sehr gefallen. Die sind dann wieder unter das Moosnest gezogen. Bis jetzt sind sie auch dort geblieben. Dies bot mir jetzt aber die Gelegenheit, einmal ins Gipsnest reinzuschauen. Ja, man kann gut sehen, die Ameisen haben hier ordentlich an Erdmaterial reingeschleppt und das Nest selber gestaltet. Was man vorhin in der Nestaufnahme ganz gut erkennen konnte, war, dass die Ameisen ihre Brut deutlich voneinander trennen. Beispielsweise waren die 4 Puppen in der linken Kammer, die Larven in der rechten Kammer oben rechts und die Eier im unteren Bereich der rechten Kammer. Hier biete ich der Kolonie eine Raupe an. Mal sehen, was passiert, sobald eine Arbeiterin der Kolonie die Raupe entdeckt. Im Hintergrund sieht man schon ein Fühlerpaar. In manchen Aufnahmen sieht man hin und wieder ein paar Milben über das Bild huschen, wie auch hier jetzt gerade links neben der Raupe. Das müssten jetzt eigentlich aber auch Raupenmilben sein, die dann der Kolonie hoffentlich andere Milben vom Hals halten.
Momentan biete ich der Kolonie alle 2 bis 3 Tage ein paar Futtertiere an. Meistens handelt es sich hierbei um Heimchen oder Fliegen, manchmal auch andere Tiere wie diese Raupe hier. Aber wie gesagt, meistens Heimchen, davon immer 3 bis 5 kleine bis mittlere Tiere. Ach ja, übrigens, in der Arena ist eine recht hohe Luftfeuchtigkeit wegen dem ganzen Moos, damit kommen die Tiere auch ganz gut zurecht. Geschätzt sind auch etwa 23 Grad in der Arena. Im Gaps Nest sollten es etwa 25 Grad sein, da liegt ja auch die Heizmatte drunter. Also nur mal als Information am Rande. Man hat gerade beobachten können, dass die Arbeiterin die Raupe jetzt nicht gestochen hat. Ich habe bis jetzt festgestellt, dass das dann mit der Aktivität der Beute zu tun hat, sozusagen. Also wenn er jetzt beispielsweise ein Heimchen halb gelähmt angeboten wird und das noch ein bisschen zappelt, dann wird das schon eher gestochen. Vor ein paar Tagen habe ich nochmal was Besonderes beobachten können. Es handelt sich hierbei um eine besondere Art der Rekrutierung bzw. Nahrungssuche, dem Tandemlauf. Ja, hierbei läuft eine Arbeiterin vorweg und eine weitere Arbeiterin folgt dieser Arbeiterin. Dabei bleiben beide Arbeiterinnen in Verbindung und zwar trommelt die hintere Arbeiterin immer auf den Gaster der vorderen Arbeiterin, um den Anschluss nicht zu verlieren. Falls dies doch passieren sollte, ist das bei vielen Arten so, dass die vordere Arbeiterin ein besonderes Pheromon aussendet, damit die hintere Arbeiterin wieder den Anschluss findet. Sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love. It keeps me high. Nun sind wir am Ende des Videos angelangt und ich zeige euch nochmal den jetzigen Stand der Arena. Der Eichenlaubfikus ist jetzt nicht mehr ganz so gut zu sehen. Neben dem Stock kann man vielleicht noch ein Blatt von dem erkennen, aber er ist auf jeden Fall noch da. So Leute, das war es jetzt auf jeden Fall. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Bewertet das Video und seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis zum nächsten Mal Leute und ciao.